Guten Morgen aus dem Upper Pressezentrum. Heute am 16. März findet das traditionelle Jahrespressegespräch von Drei statt. Dieses Jahr steht auch unter 20 Jahre Drei. 20 Jahre Geburtstag. Im Jahr 2003 ist Drei als erster reiner 3G-Anbieter in Österreich gestartet. Mit Videophones, mit Mobile Entertainment. Seitdem hat es viele Innovationen gegeben. In diesem Jahr steht alles im Zeichen von 5G. Ihre Gesprächspartner heute sind Drei CTO Matthias Baldermann und Drei CEO Rudolf Schrefel. Anschließend können Sie gerne alle Fragen stellen, auch in der Maske, der Übertragungsmaske. Aber finden Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen online einzugeben. Wir beantworten sie nachher gerne. Bitte jetzt an Rudi Schrefel. Ja, herzlich willkommen zu unserem Jahrespressegespräch. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank, liebe APA, für das Setup. Sie sind uns ja schon sehr lieb geworden, hier im APA Pressezentrum unsere jährlichen Pressekonferenzen zu machen. Und vielen Dank auch für die persönliche Teilnahme. Ist uns ganz wichtig, auch zu sagen, denn mehr und mehr kommen wir wieder zur Normalität zurück. Auch wenn wir uns im letzten Jahr vielleicht ein bisschen mehr Normalität gewünscht hätten, als wir dann tatsächlich bekommen haben. Wie Sie alle wissen, war das letzte Jahr durchaus geprägt von einer weltpolitischen Entwicklung, die wir alle nicht in der Form erwartet haben und die uns auch ein bisschen wachgerüttelt hat. Nach mehreren Jahren von Krisenmodis durch die Pandemie haben wir im letzten Jahr festgestellt, dass es kontinuierlich neue Krisen geben wird, auf die wir uns gut einstellen und vorbereiten müssen. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser weltpolitischen Entwicklung, die haben wir, glaube ich, alle in dem letzten Jahr massiv gespürt. Und wir nehmen leider an, dass uns die auch in den nächsten Jahren noch einige Zeit begleiten werden. Völlig unberechenbare Energiekosten, unsichere Rohstoffversorgung mit deren Auswirkungen natürlich auf die Lieferketten und die wachsende Knappheit von Arbeitskräften haben es uns sicher nicht leicht gemacht. Aber wie Sie alle wissen, bieten diese Krisen oder diese multiplen Krisen auch immer wieder Chancen. Während der Pandemie haben wir eigentlich gelernt, dass Digitalisierung eine extrem wichtige Technologie ist, uns durch solche Phasen zu begleiten und auch zu unterstützen, diese Phasen gut zu bewältigen. Im letzten Jahr bei den hohen Energiepreisen und auch der Sorge um die Versorgungssicherheit war mehr und mehr das Thema Umwelt und Energie in unserem Fokus und das nicht nur im privaten Bereich, sondern natürlich auch im geschäftlichen Bereich, wo sich jeder sehr intensiv den Kopf zerbrochen hat, wie wir Energie einsparen können, wie wir durch den Einsatz auch neuer Technologien mehr und mehr die Kosten im Auge behalten können. Und da sehen wir ganz klar, dass die neuen Technologien hier kein Feind, sondern ein großer Freund sein können. Vor einem Jahr hätten wir wahrscheinlich zu den Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz noch sehr intensiv von Randgruppenerscheinungen gesprochen. Oder gut, wienerisch hätte man gesagt, ja, gibt es eh auch, aber im professionellen Einsatz hat das noch nicht wirklich sehr viele Niederschläge gefunden. Seit ChatGPT zum Beispiel, glaube ich, haben wir alle die Meinung etwas geändert und sehen, dass diese Technologien im Prozess der digitalen Transformation eine wichtige Rolle spielen werden und uns auch in all diesen Lebensbereichen unterstützen können, die digitalen Technologien auch so zu nutzen, dass sie uns einen Mehrwert liefern. Wir haben es uns als Aufgabe gemacht, bei Drei diese digitalen Fortschritte allen Menschen, die in Österreich leben, zugänglich zu machen. Egal, ob sie in der Stadt leben, ob sie im Land leben, ob sie am Land leben, egal welche Einkommensschicht oder Bildungsschicht sie sich befinden und natürlich auch egal, ob jung oder alt. Das haben wir uns immer sehr hoch auf die Fahnen geschrieben, eigentlich schon seit unserem Beginn, vor 20 Jahren. Und das wird auch weiterhin in unserer DNA fest verankert sein. Es tut sich wahnsinnig viel im Kontext der Digitalisierung, das zeigen auch unsere Daten. Allein in unserem Mobilfunknetz haben wir im letzten Jahr fast 1,5 Milliarden Gigabyte transportiert. Das sind durchschnittlich pro SIM-Karte 42 Gigabyte. Das sind 2/3 mehr, als sie noch vor der Pandemie waren. So viele Daten gibt es
weiterhin. Das ist eigentlich ein Message, die bringen wir bei jeder Pressekonferenz, Jahrespressekonferenz. Gibt es keinen anderen Netzbetreiber in Österreich, der so viele Daten durch sein Mobilfunknetz schaufelt wie wir. Und das ist natürlich nur deswegen möglich, weil wir auch jedes Jahr Rekordsummen in den Netzausbau investieren. Ein Leben ohne leistungsfähige Internetverbindung ist für uns in Österreich nicht mehr vorstellbar. Und Sie werden lachen, wie ich die Worte gelesen habe, habe ich mir gedacht, komisch, das war 2003 eigentlich schon tief verankert in dem, was wir bei 3 machen. Es gab einen Markenfilm zu Beginn von 3, von der Marke 3, da hieß es wirklich ganz großkotzig fast, wir sind erst dann zufrieden, wenn sich in Österreich keiner ein Leben ohne 3 vorstellen kann. Wenn man heute ein bisschen in die U-Bahn einsteigt oder in die Kaffeehäuser geht, wo alle Menschen sich Infotainment, Entertainment, mobil, jederzeit und überall sozusagen nutzen, um ihren Konsum des täglichen Informationsbedarfs zu decken, dann sind wir gar nicht mehr so weit entfernt von dieser Vision. Und auch beim TV-Konsum kann man sagen, ohne leistungsfähige Internetverbindungen kann keiner mehr in Österreich sein Entertainment-Bedürfnis stillen. Jeder will heute schon sein eigener Programmgestalter sein und das sieht man auch an der Datennutzung in unseren Netzen. Und dennoch sind die Ausgaben in der Telekommunikation in den Haushalten im letzten Jahr gesunken. Also wir sehen das auch ganz, ganz deutlich in den Verbraucherpreisindizes. Seit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sind die Preise in Österreich insgesamt um 13% gestiegen. Wenn man sich den Warenkorb ansieht, gibt es eigentlich keine Kategorie, die nicht gestiegen ist, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich die Ausgaben für Telekommunikation. Die sind im selben Zeitraum nämlich um 6% zurückgegangen. Und ich glaube, das sagt schon einiges über den Wettbewerb in Österreich und über die Attraktivität der Angebote. Und das können wir nur deswegen machen, weil wir ein verlässliches, ein robustes Unternehmen sind, das seine Verantwortung übernimmt. Als 3 haben wir im letzten Jahr in einem sehr, sehr herausfordernden Umfeld eigentlich sehr solide gearbeitet. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben weiter in die Netze investiert, wir haben unseren Umsatz und unser operatives Ergebnis jeweils um 2% steigern können und beim Umsatz sieht man auch, dass wir fast schon wieder auf dieser Wachstumsstärke unterwegs sind, wie auch schon vor den Pandemiejahren. Das Einzige, was unser Ergebnis natürlich über Gebühr belastet, sind die Steigerungen der Kosten, die alle Unternehmen und alle Haushalte in Österreich spüren, nämlich schwerpunktmäßig die Energiekosten, aber natürlich bei uns auch die Personalkosten, die Kosten, die mit Mieten zusammenhängen. Alle unsere Standorte sind, oder viele unserer Standorte sind auf Mietobjekten. Auch hier greifen natürlich Wertanpassungsklauseln und belasten zunehmend auch auf der Kostenseite unser Ergebnis. Die Zahl der Nutzer sind im letzten Jahr stabil geblieben in unserem Netz, bewegen sich derzeit 4,1 Millionen Nutzer und zulegen konnten wir vor allem hier in den Bereichen, wo wir auch unser Wachstum im letzten Jahr fokussiert haben, nämlich im Geschäftskundenbereich als Full-Service-Provider, also nicht nur im Mobilfunk, sondern auch im Festnetzbereich. Bei den Roaming-Erlösen kann man sagen, die sind dankenswerterweise aufgrund der erhöhten Mobilität der Österreicherinnen und Österreicher auch wieder angestiegen. Und natürlich die Discount-Angebote, egal ob sie jetzt unter der Marke 3 kommen, unter ETI, unter Lidl Connect, aber auch die Umsätze, die wir über unser neues Abo-Angebot, dem Abhoch 3, dem reinen digitalen Mobilfunk-Abo, generieren konnten. Und wir sind gut aufgestellt, auch in Zukunft allen Zielgruppen neue und modernste Technologie zugänglich zu machen. Und der Herr Tom Tesch hat schon erwähnt, wir sind ein bisschen stolz, 20 Jahre 3 in Österreich. Man hat uns gerade zu Beginn sehr oft eigentlich als Akquisitionstarget gesehen. Es hat die Historie dann bewiesen, dass es anders war. Wir sind als Unternehmen gewachsen, wir sind als Technologieanbieter gewachsen und wir sind als wichtiger Treiber der Digitalisierung und des Wettbewerbs in Österreich gewachsen. Das freut mich natürlich ganz besonders, denn ich bin auch schon von Anfang an dabei, bin seit 2002 beim Unternehmen und habe sehr, sehr viele Stationen im Unternehmen durchlaufen. Und es freut mich natürlich, dass ich aus dieser breiten Historie gute Geschichten erzählen kann. Und Sie wissen es, wir waren ganz zu Beginn immer belächelt, diejenigen, welchen, die mit
Videotelefonie auf den Markt gekommen sind. Das war 2003 mit den ersten mobilen Internet- oder Entertainment-Inhalten. Wenig später, das war 2011, haben wir eine neue Dimension des Internets für zu Hause in den Markt gebracht, nämlich Webcubes, die eigentlich ein Spezifikum hatten. Es war nämlich die einfachst zu installierende Internetverbindung in den Haushalten, anstecken, lossurfen, also auspacken, anstecken, lossurfen, war ein bisschen so damals der Slogan, der sich bis heute in Wirklichkeit durchgezogen hat und das mobile Internet in Österreich als eine der wichtigen Trägertechnologien für Internet für zu Hause entwickelt hat. Wir waren die Ersten, die 2015 ein österreichweites zusammenhängendes Netz für 4G errichtet haben, mit einer Netzabdeckung von fast 98%. 2016 in die Streaming-TV-Ecke gewachsen mit einer der besten, noch immer bestbewertetsten Streaming-TV-Apps, die es in den App-Stores gibt. Und mit 2017 unsere Portfolios erweitert, um hier auch im Geschäftskundenmarkt mehr und mehr Wertschöpfung generieren zu können, nämlich auch nach der Akquisition der Tele2 diese Stärken des Unternehmens in unsere DNA integriert und als erster alternative Telekom-Anbieter wirklich für Privat- und Businesskunden alle Produktsegmente abdeckend. Ja, 2019 waren wir die Ersten, die mit einem echten zusammenhängenden 5G-Netz auf den Markt gegangen sind. Und das große Jahr für 5G war sicherlich das Jahr 2022. Wir haben im vergangenen Jahr als einer der ersten der großen Betreiber 5G Plus auf den Markt gebracht. Also 5G in der vollen Ausbaustufe, 5G Standalone. Und wir sind weltweit wahrscheinlich weiterhin einer der ersten und einzigen Anbieter, die bereits die vollen Möglichkeiten von 5G Plus allen Kundinnen und Kunden in Österreich zugänglich machen. Das Angebot ist dadurch möglich geworden, da wir weltweit auch diese Haushaltsfokus weiter fortführen wollten. Also wir wollten ein Produkt, das mit hohen Qualitätsmerkmalen ausgestattet ist, nicht nur professionellen Anbietern zur Verfügung stellen, sondern allen Haushalten und sind als erster auch mit einer Bandbreitengarantie in der Produktkategorie 5G auf den Markt gekommen. Ja, wie das möglich war, wie es technisch möglich war und wie es mit dem 5G-Netzausbau weitergeht, das würde ich gerne dem Matthias Waldermann erzählen lassen, der jetzt diesen Teil übernehmen wird. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Sehr schön, dass ich hier sein kann und über 5G berichten kann. Sie haben gesehen, die letzten Jahre standen im Zeichen von 5G. Seit 2019 ist es eines der wichtigsten Themen bei uns im Unternehmen und es wird auch weiterhin so bleiben. Und das ist nicht verwunderlich. 5G ist nicht bloß die Antwort auf den ständig steigenden Datenhunger, den wir sehen. Wir sind in den letzten Jahren immer kontinuierlich gestiegen, zwischen 20% und 30% pro Jahr. Und wir können auch nicht absehen, dass das irgendwo endet. Also insofern müssen wir vorbereitet sein und die Leistungsfähigkeit und die Kapazität unserer Netze hochfahren. Aber nicht nur das, sondern 5G eröffnet eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten. Möglichkeiten, die über Leistungsfähigkeit und Schnelligkeit weit hinausgehen, nämlich die Möglichkeit über Differenzierung auf einer qualitativen Ebene. Und dadurch wird über diese Lösungen werden ganz neue Anwendungsfälle möglich in Industrie- und für Geschäftskundenbereiche. Und neben diesen vielen Lösungen kommt eine neue Dimension dazu. Wenn Sie möglicherweise dieses Jahr auf dem Mobile World Congress in Barcelona waren, da hat sich ein Querschnittsthema abgezeichnet, das sich über alle Bereiche drüber gezogen hat. Es waren interessanterweise keine riesengroßen Neuerungen, keine kompletten disruptiven Innovationen, die jetzt den Markt erschüttert hätten, sondern wir sind weiter auf 5G unterwegs, nämlich der Fragestellung, wie bringen wir 5G zum Kunden, welche Lösungen gibt es, wo gibt es Anwendungsfälle. Aber dieses eine Thema, das ist nahezu bei jedem Aussteller präsent gewesen, nämlich das Thema Stromsparen. Und das liegt darin, dass 5G die Möglichkeit bietet, wesentlich effizienter zu sein. Effizienter, und das wissen wir schon, in der Fragestellung, wie viel Daten können wir übertragen mit einem bestimmten Spektrum. Also wir sind mit höherer spektraler Effizienz unterwegs und können damit dieses Datenwachstum besser aussteuern. Und gleichzeitig auch effizienter
in puncto Stromverbrauch. Dadurch, dass wir mit wesentlich einfachen Möglichkeiten und wesentlich zugeschnittener und mit besseren Antennen ausgerüstet sind, können wir Daten mit wesentlich weniger Strom zum Kunden bringen. Das heißt, wenn wir uns das Verhältnis anschauen, wie viel Strom brauche ich, um einen Gigabyte zu betragen, dann hat es über die letzten Jahre abgenommen und es wird weiterhin sinken. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir haben, eine gesellschaftliche Verpflichtung, die wir sehen, auch zur Nachhaltigkeit beizutragen. Und 5G ist dafür eine der Antworten, eine der wichtigsten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo stehen wir mit 5G? Wir sprechen natürlich sehr, sehr viel darüber, aber kommt es auch schon im Markt an? Und deshalb blende ich jetzt rüber und wir schauen mal auf eine Gesamtmarktbetrachtung. Wo stehen wir denn dort? Und wir können konstatieren, laut Daten der GSMA gibt es in Österreich bereits 1 Million 5G-fähige Anschlüsse. Also jeder 8. Österreicher hat einen Tarif, der grundsätzlich mal 5G-fähig ist. Und wenn wir die zweite Komponente anschauen, die natürlich ganz wichtig ist, um diesen Tarif auch nutzen zu können, dann braucht natürlich derjenige, der einen solchen Tarif hat, ein 5G-fähiges Handy. Aber da sind wir sogar schon einen Schritt voraus. Weil jeder 4. in Österreich hat bereits ein Smartphone, was 5G unterstützt. Mehr als 2 Millionen. Und allein dieses Jahr sind 1,4 Millionen neue 5G-fähige Endgeräte in Österreich verkauft worden. Das sind 62% aller Smartphones, die dieses Jahr in den Verkauf gelangt sind. Mit einem steigenden Trend für die nächsten Jahre. Laut Daten der GfK, die diese Verkaufszahlen sehr, sehr genau beobachtet, sehen wir einen starken Aufwärtstrend. Es wird prognostiziert, dass allein für dieses Jahr werden 3/4 der Endgeräte 5G-fähige Endgeräte sein. Und in 2 Jahren, 2025, sind wir wahrscheinlich bei 90% der Endgeräte, aller neuen Endgeräte, die in den Markt gebracht werden, sind 5G-fähig. Und auf dieser Basis kann man relativ einfach rechnen, werden wir Ende nächsten Jahres 2/3 der österreichischen Bevölkerung mit Smartphones ausgerüstet haben, die 5G-fähig sind. Und Tarif und Smartphone alleine reichen natürlich nicht aus. Ich brauche natürlich auch noch sinnvollerweise eine gute Coverage, eine gute Versorgung, weil dort, wo ich wohne oder wo ich mich bewege. Aber auch dort haben wir gute Neuigkeiten. Wenn wir auf den Breitbandatlas schauen, der eine Österreich-Sicht wiedergibt auf die Fragestellung, wo gibt es schon 5G, dann können wir sehen, wir sind doch in den letzten Jahren als Branche massiv nach vorn gegangen. Wir haben inzwischen 92% der Bevölkerung, die mit 5G versorgt sind. Diese Karte hier unten, ist aus dem Breitbandatlas entlehnt, zeigt die Gemeinden in Österreich, wobei die dunkelblau eingefärbten Flächen signalisieren, dass mehr als 80% in dieser Gemeinde mit 5G versorgt sind. Und Sie sehen ja, diese Karte wird immer dichter. Und in Summe können wir sagen, 9 von 10 Österreichern hat an dem Wohnort, wo er lebt, zumindest von einem der österreichischen Netzbetreiber 5G-Versorgung. Und wenn wir all diese drei Faktoren zusammenzählen, können wir sagen, 5G ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern sie ist Realität. Und wir sind im Massenmarktgeschäft angekommen. Sie ist erschwinglich, sie ist leistbar, sie ist verfügbar. Wo stehen wir jetzt als drei? Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr große Anstrengungen unternommen, unseren 5G-Rollout voranzutreiben. Wir sind 2019 gestartet, 2020 dann in einen Massenrollout eingestiegen, zu einer Zeit, wo natürlich sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen da waren in der Pandemie. Also insofern war natürlich die Zeit, dort aus den Startlöchern herauszukommen, nicht ganz einfach. Aber wir sind im letzten Jahr auf volle Geschwindigkeit gekommen. Und Ende letzten Jahres hatten wir eine Bevölkerungsabdeckung mit 5G von 2/3 der österreichischen Bevölkerung.
Und wir werden diese Geschwindigkeit fortführen, dieses Jahr und die nächsten Jahre. Ende dieses Jahres prognostizieren wir, dass wir 3/4 der österreichischen Bevölkerung mit 5G versorgt haben werden. Und wenn wir über Rollout sprechen, über 5G-Modernisierung, dann sprechen wir über ein sehr, sehr umfangreiches Modernisierungsprogramm. Ein Modernisierungsprogramm, wo wir jeden einzelnen Standort anfahren, neu planen und vor Ort aufrüsten mit neuestem Equipment, mit sehr leistungsfähigen Antennen und vor allen Dingen auf neuem Spektrum, auf dediziertem Spektrum nur für 5G. Und überall dort, wo wir städtische Bereiche haben, also mit großen Verkehrsaufkommen und wo wir auch für die Zukunft sehen, dass es einen Verkehrsbedarf gibt, der tendenziell höher ist, dort nehmen wir den 3,5 GHz-Bereich, also wo wir sehr viel Spektrum haben und sehr, sehr hohe Kapazitäten unterstützen können und rüsten das auf diesen Standorten auf. Überall dort, wo wir eher schwierige Coverage-Verhältnisse haben, in ländlichen Bereichen, wo wir große Flächen abdecken wollen oder auch in städtischen Bereichen, wo es um komplizierte Indoor-Versorgung geht, dort nutzen wir 700 Megahertz, ein Band, was unter einem Gigahertz ist und deshalb besonders gute Ausbreitungsbedingungen hat, in Kombination mit 1500 Megahertz. Also ein Frequenzbereich oder Frequenzbandkombination, die genau für diese Anwendungsfälle die besten sind. Und dann gibt es natürlich Überlappungen, wo beides zutrifft. Hoher Verkehr und schwierige Versorgungssituationen, dort implementieren wir beides. Wir nehmen es also sehr, sehr ernst und haben ein sehr, sehr umfassendes Modernisierungsprogramm. Dass das jetzt nicht der einfachste Weg ist, ist uns klar. Und das ist natürlich auch großen Aufwand in der Organisation und vor allen Dingen auch große Investitionen bedeutet. Dafür haben wir uns explizit entschieden, weil wir wollten unser Netz zukunftssicher machen. Nicht bloß mal schnell auf 5G hochrüsten, dass der Kunde 5G im Display sieht, sondern wir wollten es wirklich für die nächsten Jahre sicher haben und mit den Anforderungen für unsere Kunden im Privatkundenbereich, aber auch im Geschäftskundenbereich zukunftssicher. Und das haben wir gemacht und das wird auch weiterhin unterwegs sein. Und ich glaube, das Ergebnis gibt uns recht. Wir können schauen und sehen, dass wir im zweiten Halbjahr 2022 erneut den Ookla Speedtest gewonnen haben und das schnellste 5G-Netz in Österreich haben. Erneut heißt das vierte Mal in Folge und auch mit einem deutlichen Vorsprung. Also wenn man sich die Zahlen betrachtet, wir haben hier 234 Meter pro Sekunde im Median. Damit liegen wir mehr als 50% vor dem schnellsten nächsten Mitbewerber. Also insofern ist es für uns eine Bestätigung und es ist vor allen Dingen deshalb eine gute Bestätigung, weil es ein Echttest ist. Ein Echttest, den Kunden gemacht haben. Also wir haben niemanden beauftragt, der irgendwie rumgefahren ist, sondern das sind Tests unserer Kunden, die diese Ergebnisse erzielt haben. Und insofern ist es natürlich ein schöner Realitätscheck, ein Beleg, dass wir in die richtige Richtung laufen. Und vor allen Dingen ist es ein Test, der ein Kundenerlebnis widerspiegelt. Und das ist natürlich besonders unterstützend und für uns auch motivierend, die nächsten Schritte genauso weiterzugehen. Aber neben der Leistungsfähigkeitskomponente und den Geschwindigkeiten und der Kapazität und all diesen Dingen, die man jetzt messen kann, gibt es natürlich eine zusätzliche Dimension. Und diese zusätzliche Dimension, die haben wir letztes Jahr eingeläutet. Wir haben schon immer dran geglaubt, wir haben sie erzählt, letztes Jahr haben wir sie Realität werden lassen. Wir haben mit großer Anstrengung als Erste in Österreich 5G Standalone technisch implementiert. Und als das echte 5G, 5G Plus, kommerziell live geschaltet. 5G Plus, das echte, das wirklich ausgereifte 5G, den zweiten Evolutionsschritt. Und vor allen Dingen 5G, wie wir glauben, 5G Plus, als das erwachsene 5G, das die Stützräder abgelegt hat.
wo ich kein 4G mehr brauche, um es zu betreiben, was solitär funktioniert und wo ich dann auch wirklich alle Vorteile ausspielen kann und zum Kunden bringe. Und im September letzten Jahres haben wir unser erstes Produkt gelauncht. Der Schäufler hat es bereits gesagt, unser 5G Plus mit den Fixtarifen, das erste mobile Internet-Breitband-Angebot für Privatkunden in einem Massenmarkt. Und das war damals das erste weltweit. Und soweit wir wissen, ist es das auch geblieben. Bis jetzt hat keiner diesen Schritt hinterher gemacht. Aber das ist natürlich nur ein erster Beleg, ein erster Schritt. Viele andere liegen noch vor uns. Und wir haben schon oft darüber erzählt und wir glauben wirklich intensiv daran, dass der eigentliche Vorteil von 5G Plus kommt für die Industrie, für Geschäftskunden. Und wir arbeiten sehr intensiv an unterschiedlichsten Piloten und mit Partnern zusammen. Wir glauben daran, dass gerade 5G Plus in der Industrie einen großen Unterschied machen wird. Nämlich für die Echtzeitsteuerung von Robotern, von Maschinen, für die Kommunikation zwischen autonomen Maschinen in einem industriellen Umfeld. Wir haben gemeinsam mit dem Institut für Fertigungstechnik an der TU Wien ein interessantes Beispiel entwickelt, nämlich die sogenannte 5G-Autoklemme, eine smarte Palette, die dazu verwendet wird, Werkstücke einzuspannen und von einem zum nächsten Arbeitsplatz zu bringen und in Echtzeit Druckverhältnisse, Temperaturschwankungen auszusteuern. Wir haben gesehen, dass es im Sportumfeld interessante Anwendungsfälle gibt. Dort, wo heute noch große Teams hinfahren mit Kamera, Schnitttechnik, großen Satellitenwagen, Standleitungen zu Sportveranstaltungen, um die aufzunehmen und dann ins Studio zu schicken, das wird sicherlich in der Zukunft einfacher werden können. Mit 5G Plus können wir diese Komplexität nehmen. Und ein Team kann dann wirklich vor Ort sein mit einem einfachen 5G Plus Empfänger und mit garantierten Bandbreiten im Upstream Daten, Videodaten übertragen an die Studios, ohne dass sie mit großen Satellitenwagen durch die Gegend fahren müssen. Wir sehen, dass es im Transport- und Verkehrsumfeld weite Anwendungsmöglichkeiten gibt. Über die Echtzeitsignalisierung von kritischen Situationen, über Kolonnensteuerung, über die Steuerung und Verkehrsüberwachung von autonomen Drohnen. Und auch dort sind wir bei ersten Testfeldern ganz vorn mit dabei. Und ein großes Thema, was mehr und mehr Einzug hält, ist das Thema private Netze, Campusnetze. Weil dort kommen gleich zwei Elemente zusammen. Die gute Versorgung, Funkversorgung in einem industriellen Umfeld, egal ob innerhalb von Produktionsstätten mit großen Maschinen, die typischerweise aus Metall bestehen und natürlich Abschattungseffekte haben, dort perfekte Ausleuchtung zu schaffen. Oder auch im Außenbereich, im Logistikbereich, in Lagern, dort, wo ich also wirklich gute Versorgung brauche, um Sensorik, um Echtzeitsteuerung zum Einsatz zu bringen. Und das kombinieren wir damit, dass wir bestimmte Steuerungsintelligenz, die typischerweise im Core-Netz ist, also hunderte von Kilometern entfernt sein würde mit allen Technologien, die verlagern wir zum Kunden. Und können dadurch extrem latenzsensitive Steuerungen und Entscheidungen gut unterstützen. Und damit sind wir in einem industriellen Umfeld in einer Echtzeitsteuerung. Wir glauben daran, dass es wirklich eine große Perspektive hat. Und wir haben ein erstes 5G-Plus-Campusnetz im Arsenal für das Institut für Fertigungstechnik an der TU Wien installiert. Und gemeinsam erproben wir dort Anwendungsfälle und schauen uns an, was kann man damit alles machen. Von guter Aussteuerung bis zu Lokalisierung im Zentimeterbereich. Aber neben diesen Bereichen, die sicherlich noch etwas im Teststadium sind und in Pilotphasen, haben wir ein erstes konkretes Beispiel, ein Produkt, was live ist.
Das ist Realität. Unser 5G plus fix. Das ist Realität, die können Sie mit nach Hause nehmen. Und das haben viele Kunden getan. Und wenn andere auch denken, es ist vielleicht etwas zu früh und die Technologie ist zu unreif. Was wir denken, ist relativ klar, aber ich glaube, viel entscheidender ist, was unsere Kunden denken. Und die sind mit diesem Produkt sehr zufrieden. Und wir werden definitiv in diese Richtung weitergehen. Wir haben im letzten Jahr, als wir gelauncht haben, hatten wir etwa 1,3 Millionen Haushalte, die wir damit adressiert haben. Wir haben in der Zwischenzeit weitergebaut und sind inzwischen bei 40% der österreichischen Bevölkerung, die wir mit 5G Plus versorgen können. 1,5 Millionen Haushalte, viele kleine und Mittelständler und natürlich Industrien und Großunternehmen. Und dieses 5G Plus, an das wir glauben, das soll natürlich nicht in den Städten bleiben, sondern wir sehen ganz klar unsere Mission, unseren Auftrag, aber auch unser Selbstverständnis darin, dass wir 5G in die Fläche bringen. In die Fläche, wo die Österreicher wohnen. Und das sind auch teils sehr entlegene Gebiete. Und wir haben uns verpflichtet, 700 dieser sehr unterversorgten und sehr entlegenen Gebiete mit 5G zu versorgen. Der RTR hat im Vorfeld der letzten Multiband-Auktion 2020 eine Erhebung des Versorgungsgrades gemacht. Und dabei die breitbandige Versorgung in Österreich in den Gemeinden differenziert eingestuft. Und das, was man auf der Karte hier sieht, neben dem Grün, wo es ganz gut ist, und dem Gelb, wo es so mittelprächtig ausschaut, so haben wir natürlich die roten Flecken und die, sag mal, das sind Gegenden, die nicht besonders gut mit Breitband versorgt waren und möglicherweise noch sind. Und für mehr als 700 dieser unterversorgten Gemeinden haben wir die Verpflichtung übernommen, die mit 5G zu versorgen und sind dabei auf dem besten Weg. 140 dieser Gemeinden haben wir bis Ende letztes Jahr mit 5G angebunden und flächendeckend versorgt. Weitere werden im Laufe dieses Jahres kommen, sodass wir zum Ende dieses Jahres 222 unterversorgte Gemeinden mit 5G auf dem letzten Stand der Technik angebunden haben. Und wir sind mit großen Schritten unterwegs. Unser Rollout geht mit voller Kraft voraus. Bis Ende 2025 werden wir 738 Gemeinden in sehr entlegenen Gebieten, die bis jetzt keinen wirklichen Zugang haben zu Breitband, mit 5G und 5G Plus versorgt haben. Die 738 Gemeinden ist ein großes Commitment von uns und es ist gleichzeitig auch der Löwenanteil von allen Gemeinden, die in Österreich durch die Branche versorgt werden. Wir haben mehr als 42% dieses Anteils. Und wir werden das mit großer Kraft und mit voller Ernsthaftigkeit betreiben, weil wir glauben daran und wir verfolgen es mit aller Ernsthaftigkeit, 5G wirklich zu jedem Österreicher zu bringen. Und dazu gehören auch ländliche Bereiche, die bis jetzt aufgrund ihrer geringen Bevölkerungsdichte und Unwirtschaftlichkeit vielleicht noch nicht davon partizipieren konnten. 5G für alle. Danke, Matti. Ja, ich darf an dem gleich anschließen. Der Herr Baldermann hat es schon erwähnt. Wir wollen sowohl die regionalen Barrieren aufheben, denn es darf nicht dabei bleiben, dass man von 5G sehr viel liest, sehr viel hört, möglicherweise auch in der Werbung sieht, für einen selbst man das aber nicht nutzen kann, weil man vielleicht unterversorgt ist oder weil es vielleicht auch kommerziell für einen noch nicht in der leistbaren Segmentkategorie sich befindet. Und deswegen ist es mir eine ganz große Freude, vor allem in unserem Jubiläumsjahr, auch einen neuen Slogan auszugeben. Wir wollen nämlich 5G für alle durchsetzen, wie damals schon 3G, zu Beginn von 3 in Österreich und 2003 wollen wir 5G nun in 2023 zum Durchbruch im Massenmarkt verhelfen.
Die Digitalisierung, ich habe es zuerst schon ein paar Mal erwähnt, schreitet mit rasenden Schritten voran. Und wir müssen wirklich einen großen Fokus darauf legen, dass der Digital Divide, der in manchen Bereichen stattfindet, weil eben unterversorgte Regionen oder auch sozusagen Kunden und Konsumentinnen ausgeschlossen werden, weil es eben nicht in ihre Brieftasche passt, weiter aufgeht, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die 5G-Möglichkeiten und die Fortschritte, die damit einhergehen, vor allem was die Digitalisierung betrifft, allen zugänglich gemacht werden. Das heißt, noch neben der Verfügbarkeit von 5G-Netzen ist natürlich ein weiterer wichtiger Faktor die Leistbarkeit von Breitbandinternet. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, hier niemanden zurückzulassen. Deswegen ist erstens der 5G-Ausbau extrem wichtig, aber natürlich auch die Leistbarkeit. Und unser Motto für 2003 ist 5G für alle. Deswegen hat auch der Herr Ballermann schon ausgeführt, dass wir in ein massives Investitionsprogramm gegangen sind. Wir haben das größte eigentliche Investitionsprogramm seit Bestehen des Unternehmens 3 in Österreich gestartet. Die Offensive ist im Jahr 2022 voll angelaufen und unser 5G Common Core, wie wir es nennen, oder ein Core-Netzwerk für alle Dienste, ist bereits in Betrieb, fertig und getestet, nicht nur durch uns, sondern auch schon durch viele Kunden, die die Vorteile von 5G Fix oder Fix 5G Plus schon erleben können. Und das ist nur deswegen möglich, weil wir wirklich einen landesweiten, kompletten Neubau de facto unseres Netzes in Österreich in Angriff genommen haben. Dieses Investitionsprogramm wird bis über 2025 hinausgehen. Und wir werden, wie schon gesagt, auch sicherstellen, dass nicht nur die Verfügbarkeit der Netze ein wichtiger Faktor ist, sondern auch die Leistbarkeit dessen. Und wenn man, wie der Herr Ballermann zuerst auch schon ausgeführt hat, bedenkt, dass jeder vierte Österreicher derzeit schon ein 5G-fähiges Endgerät hat, das sind im Gesamtmarkt über 2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die ein Gerät hätten, die 5G auch schon nutzen könnten, aber nur die Hälfte davon oder weniger als die Hälfte davon 5G auch tatsächlich in ihrem Tarif nutzen kann, dann sieht man schon, dass es wahrscheinlich eher an der Brieftasche liegt als an der Netzversorgung. Und deswegen wollen wir uns das jetzt demnächst ganz, ganz groß auf die Fahnen schreiben, hier wirklich die 5G-Internettarife für alle zugänglich zu machen. Vielleicht ein kurzer Rückblick, wenn man heute auf 5G schaut oder 5G-fähige Tarife, dann ist es noch sehr stark mit dem Begriff Luxus verbunden. Die Preise für 5G-fähige Sprachtarife, die machen in Wirklichkeit so ab einem Preiseinstieg von 40 Euro in Deutschland. In Österreich sind es mit unserem Mobilfunk-Abo schon nur 25 Euro. Dennoch gibt es hier eine sehr spitze Zielgruppe, die nämlich wirklich die Digital Natives betrifft, die auch die Produkte nur digital konsumieren. In der Schweiz ebenfalls Einstiegspreise so um 35 Euro herum. Und deswegen haben wir gesagt, 3 Jahre nach dem Start von 5G wird es Zeit, dass diese Barriere aufgehoben wird und wir hier den nächsten Schritt machen. Und deswegen senken wir die Einstiegsbarrieren der Preisniveaus heute nachhaltig in unserem gesamten Produktportfolio. Das Produkt ab hoch 3, unser Mobilfunk-Abo, sinkt sozusagen vom Einstiegspreis von 25 Euro im neuen Portfolio auf 19,90. Aber das soll nicht nur für ab hoch 3 gelten, sondern wir wollen in Wirklichkeit alle unsere Vertragstarife komplett umstellen. Oder wir haben sie umgestellt, im Sana schon verfügbar, wir präsentieren sie nur heute in der Jahrespressekonferenz. Alle unsere Vertragstarife unterstützen 5G, aber die weitaus größere Umstellung in diesem Portfolio ist, dass wir sagen, wir streichen alle Datenlimits. Warum ist das für uns ein wichtiges Element? Weil wir sagen, mit 5G ist es eigentlich notwendig, diese geistige Barriere, wie viel Gigabyte habe ich denn in meinem Tarif, aufzuheben. 5G und eingeschränkte Datenmengen heben sich eigentlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit auf. Und deswegen war es uns ganz wichtig, hier ganz, ganz intensiv das Portfolio zu modernisieren und alle Datenbegrenzungen in unserem Tarifportfolio aufzuheben.
Und wir bleiben natürlich auch unserer Preispolitik sehr treu. In unseren neuen Simonly-Tarifen startet 5G unlimitiertes Internet am Smartphone schon unter 20 Euro Grundentgelt. Und wir senken damit wirklich die Einstiegsbarriere für alle Kundinnen und Kunden in Österreich signifikant nach unten. Die Handytarife, also gestützte Endgeräte gemeinsam mit einem Tarif, haben wir dann natürlich nicht ausgeblendet. Wir wissen, dass in Österreich noch immer der Tarif sehr, sehr gerne auch mit einem neuen Endgerät genommen wird. Und deswegen wollten wir auch hier die Einstiegsbarrieren massiv nach unten ziehen. Die Verfügbarkeit der Geräte sind jetzt nicht nur mehr im Luxussegment bei iPhones und bei hochwertigen Samsung oder sonstigen Endgeräten, sondern es gibt es auch schon im mittleren und im unteren Einstiegssegment ein breites Portfolio. Und hier haben wir den Einsteigertarif, nämlich unseren S-Tarif mit Geräten von Samsung, mit Geräten von Vivo oder Xiaomi schon bereits um 0 Euro mit einem Startpreis von 24,90. Rechnen wir die bisherigen Kosten für ein 5G-Smartphone und über die gesamte Mindestvertragslaufzeit und die Tarifkosten zusammen, reduzieren wir die Kostenhürde für den Einstieg oder Umstieg auf 5G damit wirklich signifikant. Also gegenüber unserem ursprünglichen Abhoch 3 Abo-Preis kann man sagen, wir senken die Preise um ein Drittel, gegenüber unseren Mitbewerbern oder den Tarifen unserer Mitbewerber sogar um 50%. Und damit glauben wir sehr wohl, dass wir das Thema 5G und 5G am Smartphone wirklich aus dieser Elite-Ecke rausholen und dem Massenmarkt auch entsprechend wirklich zugänglich machen. Wenn man die über die Mindestvertragslaufzeit, den passenden Tarif und das Handy wirklich zusammenrechnet und mit unseren Mitbewerbern vergleicht, dann ist der Preisunterschied von diesen Angeboten bis zu 600 Euro. Und ich habe schon erwähnt, Abhoch 3, vielleicht gibt es einige, die noch nichts davon gehört haben, ist aber die bequemste Art, bei 3 Kunde zu werden. Egal, ob man es am Wochenende machen will oder vielleicht unterwegs, wenn man irgendwo gerade eine Kommunikationslücke erwischt hat bei einem unserer Marktbegleiter und feststellt, vielleicht gibt es ja bei 3 Netzversorgung in dieser Region, dann kann man einfach das Abhoch 3 Abo runterladen vom App Store, installieren und das in wenigen Minuten, ohne dass man großen Aufwand, administrativen Aufwand hat, bei uns angeboardet. Über verschiedene Bezahlmethoden kann man hier ganz normales Abo abschließen, wie wir es auch gewohnt sind von einem Netflix-Abo, einfach abschließen, einschalten und man kann schon benutzen. Man kann auch seine Rufnummer völlig automatisiert mitnehmen in einem wundervollen, in einem sehr, sehr effizienten Prozess und darüber hinaus, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, man kann es auch abschalten, wenn man es nicht nutzen will. Also man bezahlt auch tatsächlich nur dann, wenn man es nutzen will. Und auch hier sehen wir, dass wir mit Abhoch 3 eine Einstiegshürde nach unten nehmen können. Mit einem Einstiegspreis von 19,90, glaube ich, ist es wirklich ein massentaugliches Vehikel. Sehr schnell, sehr rasch, auch in der jungen Zielgruppe die Vorteile von 5G erleben zu können. Ja, zusammengefasst vielleicht, wir erleben gerade den Beginn von 5G im Massenmarkt. Ende des vergangenen Jahres haben wir, wie gesagt, in Österreich rund 1 Million von Nutzern gehabt, die die Vorteile von 5G schon erleben konnten. Wir hoffen mit der hohen Penetration von 5G-Smartphones und mit unseren Preisangeboten hier wirklich einen riesigen Sprung nach vorne zu machen, denn der Bedarf von 5G ist definitiv vorhanden. Wie einst bei unserem Start von 3G in 20 Jahren in der Vergangenheit, wollen wir hier jetzt in Österreich wirklich mit diesem Schritt 5G massenmarkttauglich machen. Und dafür haben wir auch ein riesiges Investitionsprogramm nicht nur entschieden, sondern wir sind schon mitten in der Umsetzung und werden dieses auch über 2025 hinaus durchziehen. Damit wir 5G tatsächlich allen in Österreich zugänglich machen, glaube ich, war diese Einstiegshürde der Kosten ein wesentlicher Faktor, warum auch die Ausbreitung sehr, sehr langsam vorangeschritten ist. Und ich glaube, wir sind heute mit diesem neuen Tarifportfolio wirklich einer der wenigen Full-Service-Provider in Österreich, die wirklich diese finanzielle Hürde weggeräumt hat. Wir werden sehr zügig auch die Netzversorgung in ganz Österreich weiter vorantreiben, um hier auch Versorgungslücken zu schließen, wie der Herr Ballermann schon erwähnt hat. In über 700 sehr, sehr ländlichen Gemeinden werden wir sehr bald mit
5G Plus, wirklich breitbandfähige Internetverbindungen schaffen und damit auch diesen Digital Divide adressieren und auch in ländlichsten Bereichen die Vorteile der Digitalisierung allen zugänglich zu machen. Ja, damit will ich eigentlich abschließen und ich glaube, wir stehen jetzt für Fragen zur Verfügung. Bitte um Ihre Fragen. Erstens einmal hier im Raum. Gibt es hier schon Fragen? Darf ich bitten oder beziehungsweise online? Im Übertragungstool gibt es die Möglichkeit, die Fragen einzugeben. Bitte mit Angabe von Medium, Name und Ihrer Frage und wir beantworten sie gerne. Bitte. Bitte. Danke, Miriam Hangler von der APA. Ich hätte eine Frage, weil Sie haben jetzt sehr betont, dass die Tarifgebühren sehr gering sind. Gleichzeitig haben Sie aber bekannt gegeben jetzt, dass Sie die bestehenden Tarife um bis zu 11,5% anheben, also Indexanpassung. Kann man jetzt so ganz populär formuliert sagen, die bestehenden Kunden bezahlen die Neukunden? Ich glaube, beides hat nichts miteinander zu tun, denn das eine ist eine Wertsicherungsanpassungsklausel, die, glaube ich, jeder in unserem täglichen Leben in verschiedenen Lebensbereichen als normal empfindet. Interessanterweise werden sie bei Telekommunikation als nicht normal empfunden, obwohl ich kann Ihnen versichern, diese Wertanpassungsklauseln kompensieren Mehrkosten, die wir als Unternehmen haben, seien es Energiekosten, seien es Personalkosten oder auch Indexanpassungen bei sehr, sehr vielen unserer Objekte, seien es Mietobjekte von Standorten. Unsere Shops haben ebenfalls Indexanpassungen in ihren Verträgen. Davon geben wir nur einen relativ kleinen Teil eigentlich an die Konsumenten über diese Wertanpassungsklausel weiter. Das heißt, es geht nicht um teurere Tarife, es geht darum, dass wir weiterhin als starkes, investitionsstarkes Unternehmen in Österreich dafür sorgen können, dass wir neue Netze bauen, dass wir die Digitalisierung in Österreich vorantreiben. Und dafür müssen wir auch Teile dieser Investitionen über unsere Erträge finanzieren. Und das ist nur möglich, indem wir natürlich auch Mehrkosten in gewissem Ausmaß an unsere Kunden weitergeben. Und das ist wirklich nur ein kleiner Teil dieser Kostensteigerungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Lorenz Hausleitner, Magazin AT&T Business, grüße Gott. Planen Sie bei den Unternehmenstarifen auch Anpassungen im Sinne von 5G für alle? Also gerade bei den Klein-Mittelbetriebstarifen, die sind sehr, sehr nahe an den Privatkundentarifen dran und im Enterprise-Segmentbereich gibt es ganz spezielle Tarifangebote, die immer auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Aber auch hier wird dieser Grundsatz natürlich ganz, ganz weit oben in unserer Tarifpolitik stehen. Ja. Also ist noch nicht eins zu eins umgesetzt für Großkunden, weil das ganz spezielle Angebote sind. Da geht es jetzt nicht um Standardtarife, sondern geht es um ganz, ganz spezielle Tarifverhandlungen bei den Geschäftskunden, die im Kleinmittelbetriebsbereich sind, die auch von unseren Privatkundentarifen sehr, sehr abhängig sind, ist es schon umgesetzt, ja. Wir haben hier zwei Fragen online. Zuerst Tobias Seifried vom LeadersNet. Wie viele neue 5G-Kundinnen können Sie Ihrer Meinung nach in diesem Jahr dazu gewinnen? Ja, wir haben gesagt, es gibt 2 Millionen Kunden, die schon Endgeräte haben. Also ich hoffe, dass ein großer Teil dieser Kunden, die ein Endgerät haben, das tauglich ist, sie sich aber den Tarif nicht leisten können beim aktuellen bestehenden Betreiber. Wir hoffen, davon zu überzeugen können, dass sie bei 3 ein gutes neues Zuhause finden. Aber konkrete Zahlen kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Und Gregor Gruber, FutureZone, wird das Datenlimit auch für Bestandskunden gestrichen? Es haben alle Bestandskunden natürlich die Möglichkeit, in das neue Tarifportfolio auch zu wechseln. Für die Kunden, vor allem die auch schon 5G-fähige Endgeräte haben, macht es da absolut Sinn, sich die Angebote anzusehen, bei Firmenkunden vielleicht den Betreuer anzurufen und dann auch ein entsprechendes Angebot einzuholen. Aktuell gibt es keine weiteren Fragen. Bitte kontaktieren Sie uns bei der Pressestelle von 3 oder mich persönlich. Und die Aufzeichnung ist in einer halben Stunde online unter dem gleichen Link verfügbar. Wir freuen uns über Ihre Fragen und bedanke mich bei Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank und vielen Dank fürs persönliche Kommen.